Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blackguards. Wir sehen uns erneut einem Waldschrat gegenüber. Und man kann die Pilze benutzen. Die müssen wir doch sammeln. Achso, ich dachte, die sammeln einfach hinterher. Also ich bin jetzt nicht unschlüssig, ob wir die einfach dann im Inventar haben oder tatsächlich... Na, wir pflücken sie jetzt erstmal mit unseren Nahkämpfern. Stimmt, wir können ja in der Runde eh noch nicht kämpfen. Aber ich fürchte, der Waldschrat macht viel Schaden, oder? Vielleicht kann man auch... Vielleicht sind die Pilze auch seine Kinder. Ja. So, wir gucken mal, welcher unserer Nahkämpfer den höchsten Ausweichwert hat. Denn der sollte tanken, in Anführungsstrichen. 7. Wo denn ausweichen? 7? 7. Ausgezeichnet, dann macht's der Zwerg. Ja, vielleicht hat der Magier 12. Das Magier. Ne, 6. Guten. Ja. Ich weiß nicht. Sechstel des Lebens. Guck mal, die Trefferwahrscheinlichkeit wird uns gar nicht angezeigt. Ja, die muss 100 sein. Wie kann man denn dann daneben hauen? Also sie ist nicht 100, wir wissen einfach zu wenig über den Waldschrat. Oh nein! Er ist klug und geht auf unseren Haken. Ach guck mal, er hat gar keine Aktion mehr. Jetzt könnten wir zwischen den Steinen durchlaufen, da passt er nämlich glaube ich nicht durch. Sprich, wir gehen... Am besten irgendwo hin. Mit dem Magier dann. Bei Angriff! Erstmal warten wir. Sondern würde ich. Also für Feuer gibt es hier einfach keine Alternative. Das stimmt. Ach guck, er passt wirklich nicht da durch. Gut gesehen. Ich habe das berechnet. Ich glaube, er pflückt mal Pilz. Stimmt, warum den Waldschrat bekämpfen? Warum? Vielleicht muss man auch alle Pilze pflücken und dann ist die Runde vorbei. Das wäre schlecht. Ich will die IP haben. Die Arme. Ich kann dir sagen, wie es kommt. Wir pflücken nicht alle Pilze, töten den Waldschrat, kommen zur Elfe. Aufgrund des mangelnden Pilzsudes stirbt sie an der Überdosis Traumkraut und wir haben sie verloren. Kann schon passieren. Ach gut, Gelinde ist da nur ob da bewusstlos. Was? Ja. Ich wollte sagen ohnmächtig. Jetzt sind wir ja wirklich. Ja. Also wir sind ja Verbrecher auf der Flucht. Warum lachst du mich dann aus? Und jetzt nichts wie raus hier. Ja, siehst du? Gut, aber wir haben die AP trotzdem erhalten. Sicher, dass wir nicht mehr bekommen hätten? Ich weiß es nicht. Wollen wir es ausprobieren, oder? Also... Ich würde es ausprobieren. Ja, ja. Also, so. So viel Spannung muss sein. Aber wobei jetzt. Ja, sprich dich aus. Na, wir machen's. Auch wenn es vielleicht etwas langweilig sein könnte, den Kampf jetzt nochmal zu machen, aber jetzt konzentrieren wir uns. Oh, ich hätte nicht den Autosave laden sollen.
voll und ganz auf den Kampf und sammeln mal keine Pilze. Und vielleicht hätte ich auch ein Safe erstellen sollen, wo wir die Pilze gesammelt haben. Aber wir schauen mal, wie es geht. Pflücken wir die. Ja, die Pilze sind ja schnell gepflückt. Ja, das stimmt. Es sei denn, mein Szenario tritt dann ein. Ach du. Welches? Überdosis. Für immer tot. Ja. Na, die würde unsere Gruppe wirklich sinnvoll durch einen Fernkämpfer ergänzen. Ich glaube, wir fangen einfach gleich an. Ja, wie auch sonst. 21 Jahre. Macht er mehr Schaden, wenn er weiter wegsteht? Nein. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vielleicht nimmt er dann unterwegs noch die Energie aus der Luft auf. Jetzt fang nicht an hier mit Thermodynamik. Der würde eher Energie an die Luft abgeben aufgrund des Temperaturgefälles. Das ist Magie. Ja, damit muss man das gar nicht begründen. Das leuchtet eben ein. Oh ja, eine Wunde. Toll. Oh, cool. Er hat es echt auf den Magier abgesehen. Wäre ich ein riesiges Baumwesen, ja, was ich beim besten Willen nicht bin. Ja, warte mal. Ja. Definitiv kein Holz. Ja, dann würde ich aber auch auf den Feuermagier draufgehen. Wäre ich ein riesiges Baumwesen, das ich durchaus bin, und mich würde jemand anzünden wollen, würde ich ins Wasser laufen und weg. Ne? Ne? Oh nein! Zerschmettert! Lebe! Ja, ohne ihn wird's nicht gehen. Nicht zerschmettert. Wenn mir mal einfällt, zu wenig gelaufen, weil wir gierig waren. Jetzt hat er noch Wunden. Ich hoffe, das geht nicht auf meinen Weg. Gleiche Trefferchance. 19 Schaden. Oh je. Es ist irgendwie schade, dass hier nicht wieder so ein brennbarer Boden ist. Ich glaube, das war Sumpfgas. Ja, ich weiß halt nicht, was das ist. Deswegen habe ich es allgemein geschrieben. Bitter. Da können wir nicht drauf und angreifen. Unser Magier etwas nützliches die nächste Zeit. Was kostet der Zauber? Ich rege mal an, dass der Magier schon mal Pilze zusammen. Ah, ich sehe, du bist eine andere Meinung. Was ja eigentlich auch unsere Intention war. Aber ich sehe unsere Fälle hier irgendwie den Bach untergehen. Oh, 8. Schade, schade. Ah, wir hätten gucken können, ob die Knochenkeule gut ist. Die ist nämlich zumindest teuer. Ist sie das? Ich meine 6 Gold. Aber was teuer. Ja, doch. Oder es war einfach ein seltenes Tier, dessen Knochen das ist. Oh mein Gott. Wir können den Feuertypen nicht treffen. Also den Wald. Den Feuertypen, also den Waldtypen. Ja. Leuchtet ein. So, laufen wir jetzt mit ihr weg? Magier. Ja. Na gut. Das ist nur der Magier. Ja, du wirst sehen, dass das sinnvoll war. Na gut. Wir blockieren hier den Weg und er hat gezaubert und sobald er zaubert, hat er
die Aggro in der nächsten Runde. Ach also so. Quasi wird. Wie du einfach hier die Game Mechanics durchschaust, das ist echt eine wahre Freude. Da kann man dir nichts vormachen. Ja, ja, ich denke auch ans Spiel und denke nicht an den Elefant aus der Sesamstraße mit seinen knuffigen Knopfaugen. Der heißt Schnuffi. Ich hab's eben. Und die Knopfaugen sind total. Guckst du psychopathisch. Ich weiß schon, warum ich immer so ein ängstliches Kind war. Da haben wir gesagt, nein, ich will die Sesamstraße nicht sehen. Nein! Und alle so, doch, du musst. Ah, da hat man auch viel gelernt. So Gefahr ist, wenn sie jetzt draufschlägt, stirbt sie vielleicht. Andererseits muss sie ja sterben. Ja, ja, das Bessere wäre, wir laufen dahin, heilen unseren Zwerg mit dem Heiltrank, den sie am Gürtel hat. Ja. Was allerdings trotzdem zum Tod des Zwerges führen könnte. Aber wir machen es einfach. Der Zwerg könnte, um mal ihn nicht zu betonen wie du. Warum hat sie nichts am Gürtel? Ja. Ne? Ne. Der Zwerg könnte aber weglaufen. Boah, 11 Schaden. Ihr Tod war absolut gerechtfertigt. Ja, sie ist jetzt nicht tot, sie ist nur bewusstlos. Ihre Kampffähigkeit. Wir müssen ja eh rasten. Sondern er muss jetzt. Nein, er kann nicht zaubern. Dann könnten sie heilen. Oder den Zwerg. Oder wir warten, wir müssen ja eh zum Heiler. Er hat hier zwei Wunden. Deswegen warten wir jetzt hier einfach ab. So. Ihr könnt es jetzt, wenn ihr jetzt trifft, dann haben wir gewonnen. Ah, ja, die Knie. Ist das nicht schön? Guck, und sie stehen wieder auf. Sie sind. Ach, guck mal. Wir haben dieselben Abenteuerpunkte, sind ja keine Aktionspunkte, und kein Geld bekommen. Aber Trollschwammsud. Ist ja immerhin etwas. Das macht mich jetzt so ein bisschen traurig. Ja, ich dachte auch, da tötet man den schon mal. Wir hatten jetzt das gleiche wie zuvor und müssen uns jetzt sogar heilen für teuer Geld. Ja, aber Hereine zum Gruß. Macht klug. Das haben wir gleich. Also wenn das nochmal vorkommt, dann ignorieren wir einfach den Monster. Dann sammeln wir einfach Pilze. Dann sagen wir, oh, komm, lass Monster Monster sein. Ich will nur deine Pilze. Sind bestimmt Magic Mushrooms. Niam? Hier, trink das. Das ist wie LSD. Hier, trink das. Ich habe keinen Durst. Ich werde nie wieder Durst haben. Gegen den trockenen Mund. Oh, gib her. Das ist ja scheußlich. Und es macht schläfrig. Seit einem Mond ist sie jetzt in diesem Zustand. Meine kleine Schwester. Hässliche Welt. Warum geschieht uns immer das Schlimmste? Ich hätte auf sie aufpassen müssen. Erstmal die Schulden erinnern und dann die Wilderei, die sie betreiben. Ja, ja, jetzt hör auf mit deiner Schwester. Du hast selber ganz viele Probleme. Traumkraut. Das geht in den Geldbeutel, nicht wahr? Ein Grande kann sich das leisten, aber eine Jägerin? Was ist denn ein Grande? Was ein... Wie bitte? Das ist ja putzig. Du bist eine Wilderin, sagt der Heiler. Ihr seid nicht besser, sagt mein Bauch. Weißt du, was mit deiner Schwester passiert ist? Ich habe nichts bemerkt. Sie war auf einmal verschwunden. Und genauso plötzlich war sie wieder da. Mit diesem... Loch. Aber vor einer Woche habe ich in der Nacht einen Fremden aufgescheucht. Er war über Salva gebeugt, hat ihren Mund geöffnet. Als er mich bemerkte, verschwand er. Ich habe ihn verfolgt, aber ich war wohl nicht ganz bei mir. Wie sah der Fremde aus? Er war kräftig, hatte eine Glatze und ein pockennarbiges Gesicht. Kommt mir bekannt vor. Lysanders Folterer. Ihr kennt ihn. Wir haben noch eine Rechnung offen. Ich bin seinen Spuren gefolgt. Bis zu einem Landhaus südöstlich von hier. Aber es ist Tag und Nacht bewacht. Kannst du uns dorthin führen? Kommt. Juhu,
Oh, 113 Abenteuerpunkte. Und ein neues Partymitglied. Ja, die guckt mir sofort an. Da ist sie. Ja, hübsch. Ausweichen auch 7. Also da, es gibt mir eher um die Werte. Also Waffentalente. Bogen 10. Ich glaube, sie lassen mir mal als Bogenschützin. Richtig, richtig. Und schau doch mal jetzt bitte, was die Knochenkeule hat. So an Attributen. Ja, mache ich gleich. Mal gucken, was sie hier so kann. Das Loch im Kopf ihrer Schwester erinnert mich übrigens an so einen Fall. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht, aber das war auch so ein Serienmörder. Der hat seinen Opfern tatsächlich einen Kopf gebohrt und Säure reingeschüttet, weil er sich, ich glaube, er wollte sich so Zombies erschaffen. Hat natürlich nicht funktioniert. Also ich weiß nur von diesen Voodoo-Zombies. Ja, das ist ja was anderes. Ja, ja, aber daran erinnert sie mich eher. Also die willenlos gemacht werden, indem man ihnen irgendwas vom Hören entfernt. Durch die Nase. Wie den Mumien. Ja. Nur halt lebendig. Und nicht das Ganze. So, sie kann unsere Leute buffen. Mit Parade plus 1, Ausweichen plus 1, Initiative plus 2, Geschwindigkeit plus 2. Ja stimmt. Sie kann ja auch zaubern. Ja, zaubern würde ich das jetzt, nur weil sie Mana verwendet, zaubert sie nicht. Gut, sehe ich anders. Ja. Also, was ist hier an so einem Falkenauge Meisterschuss Zauberei? Also, sie konzentriert sich. Besser wäre wie bei einem Schurken jetzt Konzentration oder Energie. Ja. Dann versteht auch der Letzte, dass sie nicht zaubert. Okay. Ja. Also, hier haben wir einen Debuff. Genau, Blitz, die ich finde. Das sind schöne Namen. Also sie ist mehr so Supporter, wie ich das bisher so sehe. Ja. So, was kann sie denn? Einmal die Finte. Gezielter Stich. Ja gut, die Nahkampfsachen werden wir bei ihr wohl nicht so machen. Jedenfalls nicht zeitnah. Gezielter Schuss ist wahrscheinlich sowas wie der Wuchtschlag. Richtig. Und dann kommt der Scharfschütze. Du willst aber noch einen Gewandtheit. Dann guck doch mal, wir können doch vielleicht Gewandtheit schon skillen. Nein, 380 AP. Okay, dann dauert es noch einen Moment. Moment, plus 500. Ja. 380, also in das Folge 58 werden wir den Scharfschützen sehen. Ich würde aber jetzt ganz gerne nochmal eine Aktion sehen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt gucken wir erstmal die Keule an. Richtig, die hätte ich jetzt. 1W6 plus ja, 2, wie eine Fackel. Die gar nicht mal so gut. Aber magischer Schadenresistenz geht hoch, weil es eine Ritualwaffe einer Goblin-Schamanin ist. Und das Goblin-Lager steht uns ja noch bevor. Richtig, wir könnten eigentlich mal... Ich weiß nicht, wo sind wir? Ungefähr 18 Minuten? Komm, geh hin. Heute ist hier nichts zu teuer. Geheilt sind alle? Ja. Wir haben keinen Mana. Nein, das meine ich ja mit heilen auch. Und wir können nicht rasten. Ja, wir versuchen es einfach mal so. Ah, meinst du? Na, mal schauen, was läuft. Jetzt sind wir ja zu viert. Wir hätten es ja auch zu dritt schon machen können. Blut! Krach! Ugra! Drecho! Ruk! Wir sollten uns auf die Goblin-Hexe konzentrieren. Das wird den Rest der Bande einschüchtern. Wir haben ihre Ritualwaffe. Oh je. Ach, die kann zaubern. Gut, wir bräuchten vielleicht doch ein bisschen Mana. Weil dann könnten wir sie ja so ein bisschen attackieren. Mit unseren Zaubern. Aber wir probieren es einfach mal. Auch wenn wir jetzt komplett versagen und nichts... So, wie weit kann sie denn schießen? Weit. ja. So, machen wir mal dieses Falkenauge. Ja. Ah, das ist auch ein Buff. Na, macht sie die auf sich. Für 3 Runden. Gut. Du möchtest auch die Hexe fokussen, wie ich das jetzt sehe. Ja. Weil sonst kommen wir bestimmt auf keinen grünen Zweig.
Wenn sie uns jede Runde für 10 einen Feuerball reindrückt. Ja. Hat da jetzt das Wort gefehlt und dann noch die anderen hier mit so einer Erntesichel und einem Bogen und Speer. Was ja uns und spitzen Stöckern. Ja. Siehst du hier 10? Ja, konstant. Ich hab das schon. Ja, wo ist sie? Wo ist sie? Welche ist denn das? Was? Das ist jetzt hier unsere Elfin. Ach, guck mal, nee. Ich meine, welche ist die Goblin-Frau? Aber ja, ich hab's dann an dem Mana erkannt. Nein, bitte! Hier, nehmt Würmer! Leckere Würmer! Jetzt ja, was machen wir? Ja, ich weiß nicht. Wenn wir die Abenteuerpunkte bekommen, dann würde ich sagen, wir lassen es, aber... Es sind Goblins. Ich meine, sonst willst du immer alles töten, was uns begegnet. Das stimmt gar nicht. Beim Witcher wollte ich den Siegfried am Leben lassen. Aber du hast recht, die müssen weg. Hier ist ein anderer Vorschlag. Deine Würmer fressen dich. Ha! Sind die Würmer der Proviant? Ich hoffe doch nicht. Oder hätten wir jetzt wirklich Würmer bekommen, die uns bestimmt irgendwie 500 Abenteurerpunkte gegeben hätten, hätten wir sie gegessen. Nein, Würmer bringen nur Mangelernährung mit sich. Das glaube ich ja nicht. Oh, ein Landstreicher. Da gehen wir in der nächsten Folge hin. Zum Landstreicher? Ja. Ach du Himmel. Na gut. Na gut, vorher gehen wir noch ins Gasthaus. Eine richtig. Nachtnächtigen. Aber dann geht's zum Landstreicher. Bis dahin.